Meine nächste Frage geht an Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Herr Wurth, wie beurteilen Sie die von der FDP vorgeschlagene maximale Besitzmenge von 15 Gramm, auch im Vergleich zur Regelung in Kanada und dem Vorschlag im grünen Cannabiskontrollgesetz von 30 Gramm? Herr Wurth. Ja, vielen Dank. Sie haben Kanada erwähnt. In Kanada gilt auch eine Besitzmenge von 30 Gramm. Ich persönlich frage mich, wofür man überhaupt eine Besitzobergrenze braucht. Die haben wir ja bei Alkohol so auch nicht, beziehungsweise höchstens, wenn man jetzt LKW-weise Alkohol durch die Gegend fährt und dann eben der Verdacht von Handel sehr nahe liegt. Aber ansonsten halte ich eine Obergrenze nicht unbedingt für geboten, insbesondere wenn man die hier schon mehrfach genannten Möglichkeiten in Betracht zieht, den Preis so zu gestalten, dass er eben nah am Schwarzmarktpreis ist, sodass sich ein Weiterverkauf aus den legalen Shops im Schwarzmarkt nicht lohnt. Ja, dann muss man da auch keine illegalen Handelsaktivitäten unterbinden, indem man unterbindet, dass Leute eben auch mal 50 oder 100 Gramm dabei haben. Ich sehe allerdings jetzt auch keine große Notwendigkeit, jetzt mit Riesenmengen rumzulaufen, wenn man dann eben als Konsument eine regelmäßige Bezugsmöglichkeit hat in Läden. Insofern kann man damit auch ganz gut leben. Mehr Menge ist allerdings ganz gut, wenn man tatsächlich den Eigenanbau auch mit beachtet, was in vielen US-Bundesstaaten zum Beispiel der Fall ist oder auch im grünen Cannabiskontrollgesetz, wo man dann natürlich zu Hause nach der Ernte, besonders wenn man nur einmal anbaut, vielleicht unter Sonne auf dem Balkon und nicht ganzjährig, dann fürs ganze Jahr versorgt sein will, hat man dann eine größere Menge, bei den meisten Konsumenten jedenfalls als 30 Gramm. Da müsste man sowieso mehr zulassen. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, wieso man jetzt unbedingt gerade in Abweichung vom grünen Cannabiskontrollgesetz, was ja in der Detailtiefe jetzt immer noch die Diskussionsgrundlage ist, zu sagen, nein, da müssen wir von abweichen und müssen auf 15 Gramm runtergehen. Besonders das Argument, das in der Begründung drinsteht beim FDP-Antrag, dass man damit Kinder schützt, wenn man 15 statt 30 Gramm nimmt. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil man jede Menge Cannabis zu Hause vor Kindern schützen muss entsprechend. Also egal, ob es 15 oder 30 Gramm sind, da sehe ich jetzt nicht, wieso, warum 30 Gramm jetzt auf einmal mal irgendwie auf dem Küchentisch rumliegen sollten und 15 Gramm nicht. Ja, die sind sowieso zu sichern, kindersicher zu verstauen, genau wie, was weiß ich, bei einer Flasche Wodka. Das hat mit der Menge jetzt erstmal nichts zu tun. Also ich sehe keine Begründung für 15 Gramm. Meine nächste Frage geht nochmal an Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Herr Wurth, Sie hatten ja in Ihrer Antwort eben schon die Regelung zum Eigenanbau kurz angesprochen. Da möchte ich noch mal nachfragen. Also im Gegensatz zum grünen Cannabiskontrollgesetz macht die FDP hier ja keine Vorschläge für den Eigenanbau von Cannabis. Und finden Sie es sinnvoll, Regelungen für den Anbau, für den Eigengebrauch zu treffen? Und wenn Sie es sinnvoll finden, was sind Ihre Gründe dafür? Herr Wurth. Ja, also der Eigenanbau von Cannabis für die Konsumenten, denen die Möglichkeit zu eröffnen, legal das zu tun, ist für mich ganz evident. Ja, eine Legalisierung ohne Eigenanbau ist für einen Deutschen Hanfverband im Grunde nicht vorstellbar. Bis da, dann ist der Kampf noch nicht zu Ende, sage ich mal. Das machen jetzt Tausende von Menschen, von Konsumenten, die selbst Cannabis anbauen, um sich vom Schwarzmarkt unabhängig zu machen, nicht zu irgendwelchen Dealern gehen zu müssen, um die Qualität sicherzustellen, auch um die Sortenvielfalt sicherzustellen, weil ja doch viele Leute eine spezielle Sorte mögen. Bei Patienten ist besonders wichtig noch, da haben ja auch da viele noch selbst angebaut, weil sie in der Apotheke gar nicht die Sorte bekommen haben, die ihnen hilft und gut bekommt, durch die Lieferschwierigkeiten auch. Und vor Streckmitteln machen sich die Leute da auch sicher. Manche dieser Argumente sind natürlich im legalen Markt dann nicht mehr so gegeben, weil Streckmittel dann keine Rolle mehr spielen sollten zum Beispiel. Aber der Eigenbau ist natürlich auch preiswerter, als jedes einzelne Gramm zu kaufen. Gerade wenn man dann vielleicht die Pflanzen nicht mehr verstecken muss unter Lampen irgendwo, sondern vielleicht auch ein bisschen Licht ranlassen darf auf dem Balkon oder so, dann wird das eine preiswertere Sache sein, auf die viele weiter zurückgreifen. Es wird weiter stattfinden. Und die Frage ist natürlich, ob, wenn man Cannabis legalisiert,
und normalerweise Konsumenten eben keinerlei Kriminalisierung mehr ausgesetzt sind, warum man dann diese Praxis des Eigenanbaus nicht zulassen soll, zumal eben gleichzeitig auch der Eigenanbau von Tabak möglich ist in Deutschland, und Bierbrauen möglich ist und Schnapsbrennen möglich ist zur Eigenversorgung. Wenn man bestimmte Regeln einhält, dann müsste man eben für Cannabis entsprechend auch gewisse Regeln einführen und sagen, okay, so und so viel Pflanzen oder so und so viel Quadratmeter, irgendeine Höchstmenge, die man dann zu Hause lagern darf nach der Ernte. Das wären alles Dinge, die man regeln müsste. In den USA in der Regel fast immer auch dabei ist, wenn ein US-Staat Cannabis legalisiert. In Uruguay ist dabei. Also das ist eigentlich Standard und es gibt überhaupt keinen Grund, das anders zu machen als bei Alkohol und Tabak. Ja, Pflanze verbieten ist sowieso eine komische Idee, sag ich mal. Und ja, lass die Leute eben auch ein bisschen Eigenanbau machen. Viele werden sowieso lieber in den Shop gehen. Es ist jetzt nicht so, dass alle Konsumenten anbauen werden, genau wie jetzt eben auch nicht. Es kommt auch darauf an, wie oft Leute konsumieren. Die meisten sind Gelegenheitskonsumenten, die haben gar keine Lust dann, sich groß mit den Pflanzen zu befassen. Vielen Dank, Frau Zimmermann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Herrn Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Wie bewerten Sie die Höhe der im FDP-Antrag geforderten Cannabissteuer? Dankeschön. Herr Wort. Ja, da schließe ich mich meinen Vorrednern an. Die Steuer ist viel zu hoch gegriffen. Das ist ja offensichtlich bei der FDP auch angekommen mittlerweile. Eben kam ein Vergleich mit einer entsprechend THC-reichen Sorte aus der Apotheke, die da 22 Euro pro Gramm kostet, mit über 20% THC. Das sind hochwertige Sorten, die auf dem Schwarzmarkt auch unterwegs sind und da deutlich preiswerter sind. Ja, das Apothekenpreise sind ja keine Schwarzmarktpreise. Je nachdem, wo man ist und welche Kontakte man hat, kriegt man auch 20% Sorten für 10 Euro oder noch ein bisschen weniger. Und damit muss ja der legale Markt konkurrieren. Und wenn ich dann Ware in die Shops bringe, die dann 30 Euro kosten, dreimal so teuer sind, ja, das ist dann eine Preissteigerung, die allermeisten Konsumenten nicht akzeptieren werden. Ich denke auch, dass viele einen gewissen Preisaufschlag bereit sind hinzunehmen, weil sie dann eben geprüfte Qualität vor allen Dingen kriegen. Ich glaube, das ist das Wichtigste dabei, eben keinerlei Streckmittel da drin sind und keine Pestizide und so weiter. Aber nicht eine Verdreifachung. Ja, wenn man den Steuersatz nimmt, dann wird der legale Markt beinahe zu null verharren und wird überhaupt nicht auf die Beine kommen. Da finde ich durchaus sinnvoll, eher den Vorschlag, den Herr Haukapp gemacht hat, ob man jetzt an Umsatz oder THC bindet, müsste man sehen. Ich habe nicht kein Problem mit einer THC-Bindung, wenn man den Preis dann entsprechend einpegelt auf Schwarzmarktniveau, vielleicht sogar erstmal unter Schwarzmarktniveau, um schnell irgendwie den Markt zu drehen und weiß zu machen, sozusagen vom Schwarzmarkt wegzukommen und dann nachher ein bisschen hochzufahren, soweit eben es geht, um gleichzeitig den Konsum nicht zu fördern und aber eben auch keinen Schwarzmarkt mehr attraktiv zu machen. Ich finde sehr charmante Idee, CBD positiv zu bewerten im Steuersatz und dafür einen gewissen Nachlass zu geben, habe ich so noch nicht gehört. Ja, hat mir gut gefallen. Tatsächlich, CBD hat eine gewisse antipsychotische Wirkung, bekommt manchen Leuten besser. Also in dem Sinne finde ich das gut, so den Vorschlag von Haukapp und Co. und die Bereitschaft der FDP, dann eben auch nochmal auf Experten zu hören und von diesem Vorschlag vermutlich abzuweichen, dann 10 Euro pro 100 Milligramm THC, das geht so nicht, das ist nicht praktikabel. Vielen Dank, Herr Heidenblut. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Wurth vom Deutschen Hanfverband, wobei ich ihn gerade bei mir jetzt nicht sehe, aber ich hoffe, er ist noch da. Herr Wurth, wir haben gerade einiges gehört zur Frage Kinder- und Jugendschutz. Sie beobachten langjährig auch die Entwicklung in den Ländern, in denen es eine andere Legalisierung oder eine Legalisierung gibt. Was würden Sie zu der Einschätzung bezogen auf den Kinder- und Jugendschutz und die Vergleiche zu anderen Ländern sagen? Herr Wurth. Ja, vielen Dank für die Frage. Passt ja gut zum Vorredner. Ich schließe mich erstmal der Einschätzung an, dass bei Jugendlichen Cannabiskonsum höhere Risiken hat als bei Erwachsenen. Ja, vielleicht nicht so in derselben Dramatik, würde ich es nicht darstellen. Es ist ein gewisser Prozentsatz der Jugendlichen, bei denen entsprechende Folgen aufkommen. Insofern ist es eine berechtigte Frage, ob Legalisierung da irgendwie ein Problem ist. Und ob eben das Verbot die Jugend schützt, ja, das ist eben der Punkt. Im Moment werden die eben auch nicht geschützt. Es gibt halt auch so viele Konsumenten und die Tabuisierung da drumherum führt sogar noch dazu, dass weniger darüber gesprochen wird, dass Probleme später auffallen, dass man später zu einer Beratungsstelle geht und so weiter. Das ist also durchaus problematisch. Wenn wir jetzt in andere Länder gucken,
sieht man, dass es keinen Einfluss gibt, ob jetzt legalisiert wird, ob besonders hart verfolgt wird. Es gibt einfach schlichtweg keinen Einfluss des Verbots und der Repression auf die Konsumverbreitung unter Jugendlichen. Das ist in Staaten wie Colorado ganz gut nachvollziehbar, die ja schon seit einigen Jahren mittlerweile die Shops offen haben und sich gar keine Veränderung ergibt. Entschuldigung. Moment. Es gibt auch teilweise Tendenzen, wo die Konsumraten sogar ein bisschen runtergehen, ja, wo manche dann schon jubeln von wegen, oh, die Konsumzahlen sinken sogar durch Legalisierung. Auch das würde ich jetzt nicht sagen, dass das schon eine gesicherte Erkenntnis ist. Natürlich kommen auch in der legalen Regulierung weiterhin Jugendliche an das Zeug ran. Es ist jetzt keine Lösung, dass man sagt, Legalisierung sorgt dafür, dass kein Jugendlicher mehr Cannabis konsumiert und irgendwelche Probleme bekommt. Aber es ist eben unter den Bedingungen des Verbots auch nicht so. Und im Übrigen ist es ja auch nicht so, dass Alkohol jetzt für Jugendliche gesund ist. Ja, klingt so von wegen, ja, ab 16, 18 Alkohol ist ja super, kann man ruhig in Jugendliche reinkippen, ja, da passiert nichts. Das würde ich so auch nicht unterschreiben. Auch die genannte Gehirnreifung, auf die hat natürlich auch Alkohol einen Einfluss. Insofern finde ich da das zu sehr auf Cannabis zugespitzt, dass das jetzt für Jugendliche so besonders problematisch ist. So oder so, unterm Strich, die Legalisierung verändert den Konsum kaum. Die Trends, die rauf und runter gehen, sind eher beeinflusst von Musikrichtungen zum Beispiel, die gerade in sind von Trends einfach. Von jugendkulturellen Trends ist abhängig, ob jetzt der Konsum unter Jugendlichen gerade ein bisschen ansteigt oder sinkt. Insofern können wir da ruhig legalisieren. Und die Frage, inwieweit man da als Jugendschutz in den Verkaufsstellen sicherstellen kann, dafür ist der Blick in die USA auch ein gutes Beispiel. Da hat es gerade wieder Testkäufe gegeben. Kommt immer mal wieder so eine Nachricht in verschiedenen Staaten, die legalisiert haben. Und das Einhalten des Jugendschutzes ist da sehr gut, weil es eben nur einzelne Fachgeschäfte sind, weil nicht an jeder Ecke Cannabis verkauft wird, dass die Verkaufsstellen halt so viele sind, dass man die gar nicht kontrollieren kann. Wie jetzt in Berlin zum Beispiel mit den ganzen Spätis und Supermärkten und so weiter. Ja, das ist Kontrolle fast unmöglich. Wenn man aber nur lizenzierte Fachgeschäfte hat, dann ist die Zahl überschaubar und die können ihre Lizenzen verlieren, die verlieren ihr Einkommen im Prinzip, ihre Gewinnerzielungsmöglichkeit und halten sich da dran. Das ist der Verstoß gegen null. Herr Wurt, vielen Dank.